Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Aber Henry ist auch mal wieder da, wie immer. Ja, hi. Und wie ihr im Titel schon sehen könnt, geht's heute für uns nach Scheveningen und nach Amsterdam. Aber jetzt gerade sind wir erstmal auf dem Weg nach Scheveningen, denn wir wollten da mal gerne eine Nacht übernachten, bevor wir dann nach Amsterdam fahren. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Das Hotel ist auf jeden Fall mega schön. Also Henry hat das Hotel noch nicht gesehen, denn ich habe das einfach mal gebucht. Und mal gucken, wie er das so findet. Schaut mal, was ich Henry mal als Hintergrundbild gemacht habe, süß, ne? Henry, und holen wir uns so eine Katze? Gleich. Ja. Oh, kleiner Baby-Legs. Oh. Okay, Leute, wir sind gerade auf dem Weg nach Scheveningen bei Mc's. Wir gönnen uns hier ein paar schöne Burger. Mm, Pommes. Weil wir sind ja beides Fitness-YouTuber, deswegen muss das Essen auch stimmen. Gerade im Hotel angekommen in Scheveningen. Hallo! Und und wir haben einfach direkten Strandblick. Ist das nicht schön? Okay. So ein Outfit. Ich weiß nicht, vom Seemannshop. Ja. So, wir laufen gerade zum Strand, aber es ist ein bisschen windig. Ich weiß gar nicht, ob ihr mich verstehen könnt. Könnt ihr mich verstehen? Aber das ist auf jeden Fall der Strand. Total schön. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight. Wie ihr hier seht. Und das ist so schön hier, die Aussicht. Das Licht ist nicht so gut, aber ich zeige euch mal die Aussicht. Also hier unten ist jetzt das Meer, wie man unschwer erkennen kann. Hier diese schöne Aussicht. Und hier unten ist der Pier. Baby. So, Henry, ich gehe jetzt ins Spa. So, ich gehe jetzt ins Spa. Oh, Henry, du bist so süß. Oh, dann bin ich süß. Ich bin lang gezogen. Sarah, ich gehe jetzt erstmal schwimmen. Und Sarah ist nicht auch am Film. Immer diese Influencer, Alter. Wir sind nicht den ganzen Urlaub am Film, Leute. Also eigentlich schon. Wir sehen uns. Komm mit. Der neue Männer-Style ist Bademantel plus Handtasche. Der neueste Schrei aus Mailand. Wow! So, Henry und ich gehen jetzt was essen und wie ihr seht, ist es hier Winter, also hier ist es halt voll windig und meine Haare sind noch nass und ich will jetzt nicht krank werden. Was? Winter. Ja, hier ist wirklich Winter. Ja. Nein, hier ist Winter. Und dann nehmen wir noch eine Kuscheldecke mit, damit wir noch schön lange draußen sitzen können. Oh, Hunger, Henry. Ja? Ich habe Hunger. Ja. Männer brauchen so lange. Überall neue Freunde. Das muss man keinem aufstehen.
gerade in unserem Hotel angekommen und schaut euch mal bitte an, wie schön das aussieht mit dem Pool. Über den Dächern von Amsterdam. Das Wetter ist leider nicht so gut, aber es macht nichts. Schaut mal, wie schön das ist einfach. Hier ist ein Innenhof praktisch. Da kann man so runter gucken. Und wir haben dann praktisch unser Bad mitten im Raum. Hallo! Und Henry ist gerade auf Klo, sieht das Klo einfach nicht. Aber hier hinter ist das Klo. Und Henry, alles Gute drin? Ja. Und hier ist dann unser Waschbecken. Also unser Hotel heißt einfach nur W, W Amsterdam. Und ja, echt voll schön. Und das erste, wo wir natürlich jetzt sind, ist das Fitnessstudio. Ne? Ich dachte eigentlich, es wird ein Urlaub, aber anscheinend doch nicht. Aber es ist auf jeden Fall mega schön. Henry, wir sind gerade hier im Spa. Voll schön hier. Wir sind jetzt hier am Kanal in der Nähe vom Rotlichtviertel. Wir laufen jetzt hier gerade durch die Stadt mit Sarah. Sarah ist auch im Start. Ich übernehme jetzt ihren Kanal hier. Auf jeden Fall haben wir gegessen, wir haben schon den Magen voll. Ja. Sarah traut sich immer noch nicht zu filmen. Immer zu unangenehm. Ja. Und ich filme hier, juckt mich gar nicht. Auf jeden Fall, was machen wir jetzt? Wir suchen jetzt eine Waffel. Eine Waffel? Eine leckere Waffel. Und ich sind gerade im Greenwoods. Können wir auf jeden Fall sehr empfehlen. Nein, Henry ist ein guter Autofahrer. Also wir waren gerade in der Innenstadt noch mit dem Auto. Oh, mit dem Tunnel. Und ich hätte da so Panikanfälle, glaube ich, gekriegt. Denn überall sind Fahrräder. Ich glaube, ich hätte schon längst einen überfahren. Aber das, nee, hast du gut gemacht, Schatz. Auf jeden Fall waren wir ja gerade in der Avocado-Show und das war echt mega lecker. Also ich kann dir echt empfehlen, wenn man auf Avocado steht. Also steht total auf Avocados. Henry, du auch? Ich stehe auf Frau. Und auf jeden Fall, muss ich sagen, war es eigentlich das reinste Fresswochenende. Und wirklich, bei mir ist es echt so, wenn ich im Urlaub bin, lebe ich nach dem Motto,
es zählen keine Kalorien. Oder YOLO, genau. Denn ich kriege immer viele Nachrichten, was man machen soll, wenn man im Urlaub ist, wie man sich ernähren sollte. Und ich sage dann immer, ach scheiß drauf, genieß es einfach. Denn dieser Fitness-Lifestyle oder auch so Diäten und so soll ja trotzdem kein Zwang sein. Soll ja trotzdem noch ein bisschen genießen. Also macht euch auf jeden Fall keinen Stress. Aber. Aber ich habe noch ein paar Tipps an euch. Und zwar wollten Henry und ich eigentlich vorhin das Katzencafé. Hier gibt es eins, wo man dann praktisch so einen Kaffee und Kuchen essen kann. Und dann hat man einfach Katzen um sich herum. Das ist perfekt für mich. Aber haben wir einfach. Ich hätte nicht schon genug Katzen um mich herum zu Hause. Ich habe nur eine Katze um mich herum. Ja, aber 24 Stunden. Ja, gut. Und dann haben die einfach vor Ort gesagt, dass man erst reservieren muss. Und ich durfte nicht mal für eine Minute da rein und eine Katze streicheln. Voll schade. Aber falls ihr in Amsterdam seid und den Katzen sehen wollt, Katzen essen wollt, dann reserviert Katzen vorher. Katzen essen wollt? Mit Katzen essen wollt. Ach so. Nein, Katzen essen wollt. Mit Katzen essen wollt. Ach Henry, ja, wahrscheinlich mit Katzen essen. Dann reserviert einfach vorher, gibt einfach Katzencafé Amsterdam ein, findet ihr es auf jeden Fall. Und wenn ihr jetzt Anne Frank Haus wollt, reserviert bitte auch schon ein halbes Jahr vorher, denn die Karten waren einfach schon 3 Monate im Voraus ausgebucht, deswegen sind wir leider auch nicht reingegangen. Also so viele Sachen, die wir eigentlich sehen wollten, haben wir nicht gemacht. Dafür haben wir eine Grachtentour gemacht und halt viel gegessen. Und es gibt hier sogar einen Schokoladendöner, habe ich gehört. Ich habe den leider nicht gefunden, aber falls ihr hier seid und den findet, sagt mal Bescheid. Und ja, so an dieser Stelle beenden wir dieses Video, denn wir haben euch eigentlich alles gezeigt. Und Amsterdam ist wirklich eine tolle Stadt, Scheveningen auch. Und falls ihr auch irgendwann mal hier seid, dann wünsche ich euch auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Und irgendwann fahren wir schon auch mal hier hin. Aber es ist wirklich sehr schön mit dir, Hasi. Dann würde ich sagen, lege ich jetzt eine Stunde hin und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Schlaf schön.